So, ihr Lieben, wir sind im Museum stehen geblieben beim letzten Mal und hier ist irgendwie ganz viel Team Aqua unterwegs. Was wollt ihr hier? Ah, du schon wieder. Was hast du hier verloren? Wer ich bin? Na, ich bin das Mitglied, was immer von dir auf die Fresse kriegt. Ach so. Ja, es ist für dich, aber bitte schlag mich nicht wieder. TM 46 Raub. Ja, nice. Danke, Junge. Eigentlich wollte ich mit dieser TM irgendwas aus dem Museum hier mitgehen lassen. Die Ironie. Okay. Ja, jetzt ist es meine, ne? So. Huch, falschen Knopf gedrückt, sorry. Was hatten wir eigentlich noch bekommen? Das muss ich nochmal abchecken. Ach so, die Sanftglocke. Wörter Sympathie. Naja, Riolu hat sich ja schon entwickelt. Von daher kann mir das eigentlich egal sein, ne? So, was ist jetzt hier los? Okay, der quatscht nur ein bisschen, dass er alles Loser sind. So. Warum seid ihr eigentlich alles solche Deppen? Ich hatte keine 50 Dollar dabei. Dein Ernst? Deshalb hat es ewig gedauert, am Empfang vorbeizukommen. Das sind die größten Loser, ey. Was zur Hölle? Uns wurde befohlen, uns schleunigst hier zu versammeln. Am besten gestern schon. Ja, wenn der Boss das sagt, dann macht das mal lieber, ne? Wir von Team Aqua legen uns für jedes Pokémon da draußen mächtig ins Zeug. Okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. So, was geht hier so ab? Nicht so viel, würde ich sagen. Hier ist ein U-Boot. Tiefsee-U-Boot. Ah ja, das sind so... so kleine Tauchboot. Kleine Dinger, die man sich angucken kann. Nice, läuft. Hey, ist das die MSN? Ja! Ist ja geil. Nice, was man hier alles so sieht aus alten Teilen. Passt. Okay, wer bist du? Kann ich dir helfen? Was? Du suchst nach Brick? Tja, das ist gut. Das bin ich. Das müssen die Bauteile sein, die ich bei der Durban Corporation bestellt habe. Nice, danke. Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen. Ja, klingt gut. Oh, was jetzt? Lass die Bauteile rüberwachsen. Aber Dali! Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua und der Boss ist scharf auf diese Bauteile. Also labert uns kein Kotelett ans Ohr. Kotelett ans Ohr, jawohl. Und lasst sie endlich rüberwachsen. Nein! Sehe ich gar nicht ein, Junge. So, was machst du? Team Aqua Rübel. Ach du Scheiße. Ah, jetzt geht das wieder los. Ich hab halt eine Wasserschwäche. Was soll ich sagen? Scheiße, ey. Shiny! Level 16 auch noch. Der ist sogar höher gelevelt als ich. Fuck! Okay, was machen wir jetzt? Naja, wir müssen auf Gag Arbor, ne? Hilft ja nix. Schon wieder Shiny. Energiefokus, na gut. Das juckt mich jetzt nicht so. So, ja. Dann. Saug ihn aus. Nice. Sehr effektiv. Ciao. War dumm. Da ist er tot. Und Vulpix erreicht Level 16. Das ist super. Dann tun wir ab jetzt Glumanda nach vorne. Aber ich glaube, der zweite will jetzt auch instant kämpfen. Ich kann also nicht wechseln. Fertig gemacht von einem Kind. Was für eine Pleite. Das schmeckt dem Boss bestimmt nicht. Was kannst du eigentlich, du Waschlappen? Dann muss ich eben ran. Ich bin in der Stärke-Rangliste von Team Aqua auf Platz 27. Das klingt jetzt nicht wirklich gut. Wie viele Mitglieder hat Team Aqua? Gut, wenn sie jetzt 28 haben, wäre es nicht so geil. Wenn sie 5000 haben, ist es in Ordnung. Ein Zubat. Okay, das könnte Vulpix theoretisch machen. Wir müssen aufpassen, dass es uns nicht verwirrt. Deswegen würde ich sagen, verwirren wir es einfach mal. Mach mal den Konfusstrahl.
Okay. Stupert wurde verwirrt. Und er greift sich selber an. Das ist gut. Dann will ich mal meine neue Attacke ausprobieren. Mal sehen, wie die aussieht. Feuerwirbel. Ja, klingt doch gut, ne? Er ist verwirrt und macht 10 KP. Das ist in Ordnung. Stupert wurde durch Feuerwirbel verletzt. Gut, dann machen wir jetzt noch Glut. Und das Ding ist gegessen. Nice. Good job, Vulpix. Als nächstes kommt wieder Kanivana. Boah, Mann, ey. Da sind wir jetzt ganz schlau. Das nutzen wir aus. Und, trainieren ein bisschen Carpador. Du bist dran. Gib's ihm hart, Junge. Gib's ihm richtig dreckig. So, und fliegender Wechsel auf Gekabor. Carpador braucht halt EP, ne? Das Vulpix ist aus dem Wundertausch. Wie alle Pokémon außer Gekabor. Er macht Biss. Fuck. Aber Megasauger dürfte eigentlich regeln. Ja, reicht. Passt. Okay, sehr schön. Und down. Und es hat tatsächlich funktioniert. Carpador erreicht Level 18. Nice. Was ist denn hier los? Ja, weiß nicht, was hier los ist. Was? Ich stehe auf Platz 27 und ich ziehe den kürzeren? Und jetzt? Wenn wir ohne die Bauteile abhauen, können wir nur vom Boss auf die Fresse kriegen. Wir sind erledigt. Ich glaub's nicht, dass uns diese Göre die Suppe versalzt. Oh, geile Mucke, Leute. Was ist jetzt los? Nice. Oh Mann. Ich hatte mich schon gewundert, warum ihr Chaoten so lange braucht, um einen mickrigen Koffer zu klauen. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr euch von einem elenden Balk vorführen lasst. Für einen Rotzlöffel wirkst du ziemlich gewieft, Kleiner. Du bist wohl doch nicht bloß ein stinknormaler Möchtegern-Trainer. Ich heiße Adrian. Ich bin der Anführer von einem Haufen Blindgänger, die sich Team Aqua nennen. Ja. Schon gewusst, Pokémon, Menschen und alle anderen Lebewesen haben ihren Ursprung im Meer. Dir ist doch hoffentlich klar, was das heißt. Ich kann heute nicht reden, ey, ich bin zu müde. So, Bingo. Das heißt, dass kein anderer Ort auf diesem Planeten für Lebewesen so wichtig ist wie das Meer. Aber wie behandeln wir Menschen die Meere? Wir ruinieren sie, indem wir unsere scheiß 3DS reinkippen, die nicht mehr gehen. Und während wir fleißig unser Ego streicheln, geht der wichtigste Teil des Ökosystems langsam vor die Hunde. Alter, so viel Tiefsinn in dem Game, ey, was zur Hölle. Hätten wir Menschen als Einzige unter den Folgen zu leiden, wäre das wohl die gerechte Strafe. Aber denkt auch nur einer von uns an die Pokémon? Viele von ihnen verlieren wegen uns ihren Lebensraum. Wo sollen sie in Zukunft existieren? Oder ihren Nachwuchs aufziehen? Die Pokémon sind unschuldig und trotzdem müssen sie für unsere Fehler büßen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Eine Welt der Ungerechtigkeit, sage ich. Ich kann und will das einfach nicht akzeptieren. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde die hirnlosen Taten der Menschheit ungeschehen machen und alles in meiner Macht Stehende tun, damit das Meer und die Natur wieder so werden, wie sie früher einmal waren. Genug davon. Ich schwinge nur ungern lange Reden. Heute lasse ich dich nochmal ungeschoren davonkommen. Aber ich sag dir eins, Kleine. Wenn du noch ein einziges Mal mir in die Quere kommst, musst du mit den Folgen rechnen. Sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. So, los, ihr Blindgänger, wir müssen los. Abflug. Alter, was eine Ansage. Okay, geile Mucke. Alter, und jetzt schwingt sie übelst um, was zur Hölle. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Aha, Mulai, Mulja. Immer Mulai, ey. Du heißt Mulja, ja, okay.
Das war echt brenzlig eben. Danke, dass du mich gerettet hast. Fast hätte ich's vergessen. Wolltest du mir ja nicht die Bauteile geben? Jo, hier. Muja überreicht die Devin-Waren. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Ja, kein Ding, ne? Kein Ding. So, okay. Dann hauen wir mal ab hier. Oh, jetzt sind hier andere. Krieg ich hier von irgendwem was? Mal fix alle anquatschen. Falls es noch eine TM gibt oder so. Was die jetzt labern, ist mir eigentlich egal. Aber das hier ist ein Reporter. Der will, dass ich ihm was erzähle. Ich erzähle dir die Story. So, ich lasse dir einfach mal meinen Twitch-Namen hier. Könnt ihr mal einen Follow da lassen, wenn ihr wollt. So, Mulai91. Wow, mega fette Story. Mal sehen, wann die auf Sendung kommt. Jo, jo, klingt gut. Okay, was ist hier los? Die labern halt alle übers Meer und so. Können sie ja machen, aber wir gehen jetzt weiter. Okay. Ich gehe mich trotzdem noch mal ein, auch wenn wir nicht wirklich Schaden genommen haben. Aber wir können das gebrauchen, denke ich mal. Und da ist der Follow. Vielen Dank. Wenn man vom Teufel spricht, ne? So. Ich will Fame. Danke für den Follow. Ja, du kriegst Fame, ne? So, mir fällt gerade auf, Vulpix trägt, glaube ich, noch kein Item. Das muss ich mal ändern. Zeig mal her. Vulpix trägt kein Item, Lucario nicht. Der Tignis auch nicht. Ich gebe den allen mal eine Beere. Damit die sich mal 10 KP gönnen zur Not. Ist nicht viel, aber warum, warum nicht, ne? Bevor sie nichts tragen, vielleicht wird's ja mal knapp und rettet irgendwen das Leben. Ist zwar unwahrscheinlich, aber warum nicht? Solange wir die Items haben, können wir es auch benutzen. Ja, ne? So, weiter geht's. Was jetzt? Hey, da drüben sind Xenia und Zeblu. Sie drehen irgendwas. Was? Im Ernst? Ich komme! Perkel, ey. Okay, was geht hier? Wow, die sieht ja nice aus. Hallo alle zusammen. Mein Altaria und meine Wenigkeit sind hier zur Wettbewerbshalle in Graphitport City gekommen. Um ordentlich Spaß zu haben. Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Lasst uns noch heute loslegen. Ja, du sagst es. Daumen hoch dafür. Jetzt geht's rund. Gleich fliegen hier die Funken. Ja, es geht rund. Juhu. Alter, wie die abgeht. Die wunderbare Talentsuche beginnt. Es ist soweit, ja. Erwähle mich zu deinem Freund. Lass mich der Auserkorene sein. Also, dann will ich mich mal umschauen. Mal sehen. Du da, ja du. Du machst so ein verwundertes Gesicht. Hallo. Hast du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Nein? Na, genau das wollte ich hören. Dann starten wir gleich mal mit Vollgas durch. Diese Trainerin hier ist die auserkorene Kandidatin. Und ihr Name ist Mulja. Ein Blick auf die Orden von Mulja verrät mir, dass sie eine starke Trainerin ist. So, kleine Mulja. Hier in der Wettbewerbshalle findet er statt. Der Pokémon-Wettbewerb. Bei den Wettbewerben kommt es jedoch nicht nur auf pure Stärke der Pokémon an. Ich möchte, dass du auch die anderen großartigen Seiten der Pokémon zum Vorschein bringst. So, ich überreiche dir hiermit die Wettbewerbskarte.
Damit bist du zur Teilnahme an Pokémon-Wettbewerben berechtigt. Und dann bekommst du von mir noch das Pokeriegel-Set. Damit lassen sich aus Bären Pokeriegeln herstellen, die du dann dem Pokémon geben kannst. Ja, nice, danke. Und nochmal danke. Also Mulya, heute beginnt hier ein neues Abenteuer für dich und vielleicht sogar eine neue Karriere. Aber ich weiß, du machst lieber deine Wonderlock weiter. So sind sie halt, die Wonderlock-Zocker. Hui! So, eine legendäre Begegnung. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also liebe Zuschauer, lassen wir uns überraschen, was Mulya für uns bereithält. Ich habe große Erwartungen. Gut. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das wäre jetzt ein perfekter Abschluss für den Part, aber wir haben noch ein paar Minuten, also machen wir weiter. Macht es gut. Ja, geil. Nice, nice. Wäre schön, wenn du dich mal an einem so einen Wettbewerb probierst. Ja, mache ich, sobald ich das Bedürfnis habe, ein Pokémon in den Wundertausch zu stecken. Man kann da nämlich ein Pokémon bekommen, das weiß ich schon. Und das heben wir uns aber auf, weil wir haben ja schon ein 6er-Team. Wenn mal einer stirbt und so, können wir jederzeit hier rein. In der Stadt darf man nämlich auch ein Pokémon machen und das wäre dann halt das, was es hier drinne gibt. Jetzt geht unsere Reise aber erstmal weiter, Leute. So, wir sind auf Route 110 und theoretisch gesehen darf ich auch hier ein Pokémon fangen und in den Wundertausch stecken. Schauen wir mal. Wie gesagt, momentan besteht aber eigentlich kein Bedarf daran. Was soll ich tun? Schnurstracks über den Radweg nach Malfenfroh fahren oder die Straße nehmen und nach Pokémon suchen? Keine Ahnung, Bro, keine Ahnung. So, der Radweg, ja. Da wir kein Rad besitzen, brauche ich da eigentlich gar nicht rein. So, hier ist eine Wiese und die geht da oben aber noch weiter. Wir brauchen also nicht da rein. Wir tun jetzt erstmal Glumanda an erste Stelle. Weil Glumanda... ja, Glumanda muss halt auch mal ran, ne? Der ist erst Level 15. Der will sich ja auch entwickeln. Habe ich gehört. Oh, was ist hier los? Von hier aus geht es geradewegs weiter. Unser Ziel ist der Schlotberg hinter Route 110. Das ist ganz schön weit, Leute. Wie wäre es mit einer Pause in Malfenfroh? Das liegt sowieso auf dem Weg. Gute Idee. Na dann Attacke. Ah ja. Ja, Malfenfroh klingt gut. Da gehen wir jetzt auch hin. Ja, für die, die sich gerade fragen, weil ich es gerade lese. Ich habe hier einen Zettel. Da stehen alle Routen, wo ich schon gefangen habe. Ich weiß also Bescheid. Gut. Eine Herausforderung vom Poke... Oh. Plussel, das ist... Ha, das ist auch wieder so eine Sache. Was mache ich jetzt? Fangen wir doch mal mit Rauchwolke an, Glumanda. Mach mal Rauchwolke. Vor allem, er trifft sogar schon vor Rauchwolke nicht. Was zur Hölle? So, Glumanda, mach noch mal Rauchwolke. Okay, wir sollten direkten Kontakt vermeiden, weil der mich bestimmt paralysiert. Gehe ich mal davon aus. So, mach noch ein drittes Mal Rauchwolke. So, und jetzt greifen wir mit Glut an. Und er trifft! Ist klar! Ja, fick dich doch, Spiel! Und Paralyse! Leck mich doch, ey! Ich kotz! Und er greift mich an! Ja, danke, Spiel! Vielen, vielen Dank dafür! Meine Fresse! Ist ja nicht so, dass ich 12 mal... Ach, egal! So, dann wechseln wir. Ey, bei sowas könnte man doch durchdrehen, oder? So, sehr schön. Gut Gag, aber. Ja, mach mal Felsgrab. Na, ja, zieht aber auch nicht viel ab. Aber, jetzt ist er noch langsamer. Das ist schön. Innet senken ist gut. Und jetzt ziehen wir... gut, keine Paralyse. Jetzt machen wir Megasauger.
Er dürfte uns nicht mehr treffen und er ist auch noch langsamer, also müsste hinhauen. Oh, er hat eine Beere, interessant. Aber hier, das mit dem Glumanda kotzt mich schon an, ne? Naja, ist halt so, wie es ist, ne? Wirklich Damage machen wir aber nicht, Leute. Naja, Ruckzuckieb nicht, ich will keinen Kontakt. Bleib bei Megasauger. Nice, Level up. 19. Und Level 16 für Kluklu. Und er will Drachenwut erlernen. Ja, bitte, bitte. Drachenwut, OP am Anfang. Heuler raus, Drachenwut rein, GG. Gut gemacht, Glumanda. Wenigstens was, ey. So, Minun, jetzt kommt der andere Frecker. Na geil. Minun, was machen wir da? Ich bleib erstmal auf Gag Arbor. Ja, wir machen erstmal die Megasauger-Action weiter. Wir sind nämlich schneller. Mal sehen, wie weit das... Oh! Wir haben die Items getauscht. Jetzt hat er mir meine Beere... Ne, ich habe eine Beere und er hat Wundersaat. Das Gute ist, das bringt ihm nichts. Von daher ist mir das egal. Keine Paralyse? Ja, sehr schön. So, und jetzt killen wir es hoffentlich. Los. Nice. So, ich gehe jetzt instant wieder ins Center, weil ich mit Glumanda noch ein bisschen was machen möchte. Level 16 ist nämlich nicht so gut. Aber vorher entwickelt er sich noch. Nice. Und damit lassen wir diesen Part ausklinken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Like freuen und einen Kommi. Bis zum nächsten Part. Ciao.